Johannes Nitsch. Ich kann mich noch sehr gut an die Unterhaltung erinnern, in der ich diesen Namen zum ersten Mal gehört habe. Wir saßen als Christussänger zusammen und berieten, wie das mit dem Singen weitergehen sollte. Im Jahr zuvor hatten wir 6 Wochen lang die USA bereist, hatten eine Tour gemacht durch den Osten und den Mittelwesten der USA. Und jetzt sollte es irgendwie weitergehen. Und wir brauchten dazu einen fähigen Klavierspieler. Und da brachte jemand von uns den Namen Johannes Nitsch ins Gespräch und sagte, das ist ein junger Mann, der an der Folkwangschule in Essen ausgebildet wird und ich glaube, der könnte uns ganz toll helfen. Und so haben wir ihn eingeladen und es stellte sich bald heraus, dass er wirklich ein Volltreffer war für unsere Konzerte und Gottesdienste, für unsere LP-Aufnahmen. Und wir haben ihn ins Herz geschlossen. Später habe ich ihm dann die musikalische Oberhoheit über mein Album Zeitpunkte anvertraut und wir haben viele Stunden miteinander verbracht beim Arrangieren und Korrigieren, beim Aufnehmen und beim Abhören. Und es war eine wunderbare Zusammenarbeit. Auch dann, als er später für sein erstes Soloalbum mich um einige Texte bat. Ich habe ihm einige geschrieben, er hat sie vertont und er hat dann hinterher mir erzählt, ja, dieses eine Lied, das ging ganz schnell, das habe ich in ein paar Stunden fertig komponiert. Es war ein Lied mit dem Titel »Jesus, zu dir kann ich so kommen, wie ich bin. Du hast gesagt, dass jeder kommen darf.« Wir haben zusammen dann hinterher gehört, dass in den letzten Jahrzehnten wohl viele Menschen mit Hilfe dieses Liedes einen ersten Schritt auf Jesus Christus hingewagt haben. Manchmal war die Zusammenarbeit mit Johannes auch von Auseinandersetzungen geprägt, wenn im Gespräch mit einem Menschen, der das absolute musikalische Gehör besitzt, irgendwann zur Sprache kommt, dass man selbst gerade nicht ganz richtig gesungen hat, dann ist man nicht sehr amused. Aber wir haben auch miteinander sehr viel gelacht. Das konnte man wunderbar mit Johannes. Und er fehlt uns, die wir hier auf dieser Erde immer noch Musik machen, auch nach 20 Jahren noch sehr. Das hört man oft in Gesprächen, wenn sein Name fällt. Und ich stelle mir vor, wie er jetzt in der ewigen Herrlichkeit Gottes da sitzt und zurückblickt auf seine Arbeit hier auf der Erde und was er wohl denkt von dem, was wir an musikalischen Bemühungen hier abliefern. Ich freue mich drauf, wenn ich eines Tages irgendwann in einem kleinen Winkel der ewigen Herrlichkeit Gottes in der Liedermacher-Lounge zusammen mit Johannes sitze und wir das Lied der Lieder von dem Herrn der Herren singen.